Der Sommer steht vor der Tür. Und auch wenn sich typisch norddeutsch die Sonne noch nicht durchgehend blicken lässt, blüht es in Schleswig-Holsteins Gärten in voller Pracht. Wie hier im Arboretum in Ellerhoop. Das aktuelle Highlight, die Wisterie. Die Pflanze heißt auch Blauregen oder Glycine. Die Pflanze macht besonders, dass sie so übervoll ist, dass jeder einzelne Blütenstand lang ist und runterhängt und man in diesem Zustand überhaupt kein Grün oder keine Zweige sieht, sondern der Blauregen ist jetzt einfach nur blau. Noch ein paar Wochen kann die blaue Blütenpracht hier bestaunt werden. Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Im Arboretum blüht es das ganze Jahr über. Das ist diese Mischung aus Erholung, an dem ich einfach hier durchgehe und ich es mir gut gehen lassen kann. Vermitteln von Pflanzen. Ich kann selber Anregungen mit nach Hause nehmen für meinen eigenen Garten und ich kann hier einfach Stunden verbringen. Wer jetzt Lust bekommen hat, im eigenen Garten loszulegen, dem empfiehlt Landschaftsgärtner Volker Tiedemann die Funk hier. Also für diese Pflanze am richtigen Standort gepflanzt, schattig genug, feucht genug, brauchen Sie keinen besonders grünen Daumen. Da ist sie fast, würde ich sagen, Selbstläufer. Herzblattlilien, wie sie auch genannt werden, gibt es in bläulich, weißbunt, gelbbunt und grün. Mit ihren großen Blättern und den markanten Blattnerven ist sie im Garten vielseitig einsetzbar. Man kann sie in schattigen Bereichen im Hintergrund pflanzen. Man kann sie teilweise auch in der Nähe von Wegrändern pflanzen, dass sie den Wegrand ein bisschen überwächst. Dann kommt sie besonders deutlich zur Geltung. Man kann sie in unterschiedlich großen Kübeln haben. Sie eignet sich bedingt als Pflanze für Gartenteiche, also in Ufernähe. Von Juni bis September trägt sie ihre weißen oder lila Blüten. Die Blätter der Funke kann man sogar das ganze Jahr über bestaunen. Im heimischen Garten oder im Arboretum in Ellerhoop.